Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Sondervideo heute am Mittwoch. Ich hoffe, das Video erscheint auch am Mittwoch und YouTube spackt nicht wieder rum. Heute Morgen hatte ich die dicke Überraschung. Wir hatten 147 Abonnenten, da dachte ich, oh, gehst du mal duschen, 10 Minütchen später komme ich raus. Und da sehe ich doch tatsächlich, dass wir die 150 Abonnenten erreicht haben. Und zum Glück produziere ich diese Meilenstein-Videos immer im Vorhinein. Das heißt, ich konnte es sofort auf öffentlich stellen und ihr hattet Zugang dazu. Und dann bin ich eben nach Hause gekommen, habe nochmal nachgeguckt und da haben wir schon 155 Abonnenten. Das ist eigentlich so ein kleiner Rekord für den Kanal. So viele Abonnenten an einem Tag hatte ich, glaube ich, noch nie. Das höchste war, glaube ich, bisher nur 6 und jetzt sind wir schon bei 8. Das ist immerhin etwas. Man sieht eine Steigerung. Das Update hat natürlich mitgewirkt. Dafür vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Die nächste Wahnsinnsjagd kommt ja dann bei 200 Abonnenten, habe ich ja bereits gesagt. Aber ich wollte nochmal ein Sondervideo heute machen und nochmal Dankeschön sagen. Das war sehr, sehr, sehr gut. Das hat mich echt überrascht heute Morgen. Und deswegen gibt es jetzt auch als Dankeschön nochmal ein zusätzliches Profi-Video heute. Und wir werden auch heute das Buch freischalten. Hier für 3000 Dollar. Die Reichweite ist hier einfach höher. Und wir haben halt eine höhere Interaktionsrate. Auf Mitte jetzt, vorher war es bei niedrig, also haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Geist halt schneller hier reinschreibt und halt der Radius ist erhöht. So viel vorab, dann fahren wir doch mal eigentlich ins gemütliche Tanglewood, aber ich dachte, Grafton steht jetzt eher an, da machen wir das mal. Eben noch die Ausrüstung hinzufügen. So. So. Genau, gucken wir mal kurz. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, okay. So können wir losfahren. Und auf geht's. Das mit dem Kollegen schneide ich euch weg. So, das habe ich euch weggeschnitten, das Geschnacke vom Kollegen. Wir sollen heute Bewegungssensoren einsetzen, ein Geisterfoto schießen und den Geist dazu bringen, eine Kerze, kein Feuerlicht, ich nenne es immer noch Kerze, auszublasen. So ist es. Taschenlampe, Fotokamera, EMF. Und Sicherungskasten ist links hinten durch. Alles klärchen. So. Okay, auf geht's. Es schneit übrigens. Was ganz Neues. So, 1, 2, 3. So. Machen wir erstmal, ja, das lasse ich einfach mal. So, Versteckchen hier. Ja. Provisorisches auf jeden Fall. Gib mir ein Zeichen. Ja, in der letzten Wahnsinnsrunde hatten wir ja nicht so viel Glück. Der Jurai ist aber auch nicht mein Lieblingsgeist. Im Gegenteil, das ist mein Hassgeist. Den mag ich gar nicht. Mit dem habe ich die meisten Probleme, tatsächlich. Gib mir ein Zeichen. So wie ich mein Glück kenne, haben wir heute wieder einen, aber hier kriegen wir sofort und zum Glück 3 Beweise. Bist du hier? Dann gib mir ein Zeichen. Ich öffne mal alle Türen. Hier ist der Knochen. So. Gib mir ein Zeichen. Da ging eine Tür. Ich glaube, das war eher hier. War das ein Geisterfoto? Nein. Kein Geisterfoto. Hier wieder. Schade, dass wir den Raum wieder haben. Hier auch. Ja, okay. Muss doch nicht. Wir gucken uns das an. Ich lasse mal alles hier. Ist auch kälter dort. Zeichnet sich wieder so ab, als wäre der Geist dort hinten. Hier hätten wir auch die Spieluhr und ein Versteck. Die lasse ich hier. Gut. Dann gucken wir mal. 88%. Morgen gibt es übrigens auch wieder ein Albtraum-Video, habe ich ja bereits erwähnt.
Ist schon hochgeladen, muss nur noch veröffentlicht werden. Thermometer, ne? Genau. Thermometer. Kruzifix. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das mal hier. Nehme stattdessen schon mal ein Buch mit. Und ein Knicklicht. Ja. So, was wir auf jeden Fall ausschließen können, ist ein Shade. Der hätte nicht schon so ein Event gemacht. Das macht dieser erst ab 35% Sanity. Also kein Shade. Berühre eine Tür. Thermometer sinkt, sinkt, sinkt. Okay. Buch mal auslegen. So. Lasse ich das auch mal hier und hole alles weitere. Dann können wir auch gleich schön ablesen, ob es Gefriertemperaturen gibt. So. 88%. Eine Kerze. Ja. Dafür müssten wir aber erstmal ganz sicher mit dem Raum sein, aber das dürfte eigentlich kein Problem mehr sein. Eine Videokamera, eine Box. Und dann nehme ich noch mit. Jetzt ein Kruzifix. Guck mal nach Orbs. Falls ein Dämon am Werk ist. Man weiß ja nie. Der ja schon bereits ab 70% angreifen kann. Oder wenn er seine Fähigkeit einsetzt, ab 100%. Okay. Videokamera mal nach Orbs gucken. Das ist kein Orb. Da geht wieder eine Tür. Mit Licht klappt alles besser. Fingerabdrücke hier nicht. Und hier auch nicht. Können wir natürlich auch provozieren mit Salz. Bist du hier? Was willst du? Blöde Vorgehensweise, was ich hier gerade mache. Das ist nicht meine Struktur. Ja, Gefriertemperaturen. Damit sind wir auch sicher, dass hier der Geisterraum ist. Jetzt können wir fragen. Bist du hier? Was willst du? Ich mache hier auch mal das Licht aus. Bist du da? Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Was willst du? Wohnst du hier? Bisher keine Boxantwort. Da geht wieder eine Tür. Ja. Okay. Jetzt kann ich noch mal nach Orbs gucken. So. Sehen wir einen Orb. So eher nicht. Ich gucke mir auch die anderen Räume mal an, weil die oft miteinander zusammenhängen. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Hier ist ein Orb. Da war doch ein Orb. Ja, hier. Okay. Da ist ein Orb. Da ist wieder eine Tür gegangen. War auf jeden Fall hier. Wieder keine Fingerabdrücke. So langsam. Ich hoffe, ich habe den Geist erwischt. So,
Einmal die Tür. Hab einfach mal drauf los fotografiert und erjagt. Moment, davon mache ich ein Bild. Das muss ich doch festhalten. Er jagt also. Dann gucken wir uns draußen mal die Sanity an. So. Er will jagen. 55% Sanity also. Okay, da können wir schon mal einiges ausschließen. Raus ist der Djinn. Revenant auch. Die jagen ab 50%. Dämon noch drinne, der kann ab 70% oder 100% jagen, je nachdem. Dämoroi kann auch ab 50% jagen, ist damit auch raus. Die Zwillinge können auch ab 50% jagen, sind damit also raus. Der Mimik, das hängt davon ab, welchen Geist er gerade imitiert. Der Onryo kann bereits ab 60% jagen oder halt, wenn drei Kerzen ausgepustet werden und er keine vierte dafür findet, kann er auch schon ab 100% Sanity angreifen. Das heißt, der wäre noch drin, der Hantu, jagt auch erst bei 50%, also auch raus. Der fiese Yurai ist auch raus, dasselbe, nur bei 50%. Oni ebenfalls, damit hätten wir noch den Dämon, Onryo, Mimik. Dämon, Onryo, Mimik. Ja, okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Beim Dämon wäre es noch das Geisterbuch. Dann würde aber auch der Orb zählen, dann wäre der Dämon auch raus. Das heißt, der Dämon an sich kann es nicht sein. Jetzt haben wir ja nur Gefriertemperaturen. Und wenn wir ja wissen, dass wir auf jeden Fall hier den Orb haben, kann es nur der Onryo sein oder halt der Mimik. Mit dieser Ausgangslage kann es nur das sein. Weil, hätten wir den Dämon, hätten wir das Buch, aber dann passt das mit dem Orb nicht mehr. Weil entweder ist dieser Orb vom Mimik oder vom Revenant, der ohnehin raus ist. Also kann das nicht mehr sein. Der Dämon damit raus, entweder Mimik oder Onryo. Das ist meine Vermutung. Gut, Buch mal wieder wegnehmen. Mimik oder Onryo. Bei Mimik hätten wir Fingerabdrücke. Oder wir kriegen keine Fingerabdrücke mehr und es ist der Onryo, der dann auf jeden Fall noch was über die Box sagen würde. Ja, dann machen wir Folgendes. Nordische Dröhnung. Es geht schön hoch. Dann nehme ich noch mit ein Kruzifix. Salz. Ganz wichtig. Vielleicht auch zweimal. Ja. Dann gucken wir doch mal. So, noch meinen Kruzifixe hin. So, die UV liegt da hinten, alles klar. Hier. Ich hoffe, das ist noch der Geisterraum. Jawohl. Laufe durch Salz. Hinterlasse eine Salzspur. Okay, er ist zwar durchgelaufen, aber wir haben auch keine Schritte gehört. Sagt also nichts aus. Hätten wir jetzt Schritte gehört, dann könnten wir sagen, ja okay. Er hinterlässt keine Ultraviolettspuren. Dann mache ich doch nochmal hier Salz hin. Hier. Hier. Laufe durch Salz. Geist hat tatsächlich gezählt eben.
Laufe durch Salz. Salzspur. Hinterlasse eine Salzspur. Bewege eine Tür. Vielleicht imitiert der Mimik gerade einen Shade, der ohnehin schüchtern ist. Laufe durch Salz. Hinterlasse eine Salzspur. Ich gehe mal kurz raus. Salzspur. Laufe durch Salz. Gib mir ein Zeichen. Ah, noch passiert nichts. Er ist aber noch hier. Laufe durch Salz. Ich will dich nicht sehen. Nein, nein. Tür lässt du bitte auch auf. Laufe durch Salz. Wisst ihr was? Dann gehe ich noch eben Bewegungssensoren holen. Ja. Zwei Stück reichen, oder? Ach komm. Ich nehme gleich drei mit. Oder vielleicht zwei und eine Kerze. Dann hätten wir die Nebenaufgaben. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt durch die kompletten Salzspuren gelaufen ist. Und wir nichts mehr nachweisen können. Eins, zwei. Und eine Kerze. So. Auf geht's. Vielleicht imitiert er gerade aber auch ein Gespenst, also gerade eben. Die laufen ja nicht durch Salz. Puste die Kerze aus. Die Bewegungssensoren werde ich jetzt auch mal anders platzieren. Einmal so. Ich habe sie zuletzt anders platziert, auf dem Boden. So. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier einer durchläuft, ist größer, als wenn hier einer durchläuft. Ist ja logisch. Habe ich gar nicht dran gedacht. So, dann hier einen hin. Er läuft. Und? Ja. Hier ist er auch durchgelaufen. Und wir sehen keine Ultraviolettbeweise. Ist also raus. Dann kann es nur noch der Onryo sein, weil der Mimik damit weg vom Fenster ist. Wenn das so ist, dann müssten wir aber über die Box noch was kriegen. Kerze ausgepustet. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Spur schon hatten. Ich hoffe nicht. Ja, okay. Sehr gut. Bilder sind gemacht. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir noch einmal... Nebenaufgaben sind auch gemeistert. Ich gehe mir nochmal eben eine Taschenlampe holen und dann probieren wir das mit der Box nochmal. Weil dann müssten wir auf jeden Fall, wie gesagt, eine Boxantwort bekommen. Wir kriegen ja hier auf Profi drei Beweise. Okay, Taschenlampe. Trinken wir nochmal ein Schlückchen. Und... Box ist drinne. Sonst brauchen wir nichts mehr, ne? Nö. Okay. Gut. Damit zählt halt auf jeden Fall auch der Orb. Da der Mimik ja draußen ist, wie gesagt. Und da die, die ich weggestrichen habe, nicht über 50% jagen, dürfte das eigentlich stimmen. Er ist noch hier, okay. Bist du hier? Was willst du?
Bist du da? Was möchtest du? Wohnst du hier? Bist du wütend? Bist du hier? Lebst du hier? Was möchtest du? Bist du da? Was willst du? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ja, da haben wir doch die Bestätigung endlich. So, wir können nach Hause. Mach's gut. Die nehme ich mir mit. Verkaufe ich auf dem Trödelmarkt. Schön schließen. Sehr gut. Das hätten wir. Alle Nebenaufgaben und wir haben jetzt auch den letzten Beweis. Onryo hat sich hier abgezeichnet und wir fahren nach Hause. Jawohl, damit hätten wir recht. Und ja, ich hätte auch den Onryo-Test machen können, aber wir waren ja nicht auf Albtraum unterwegs, brauchen das nicht unbedingt. Gut, $1.357, damit bin ich zufrieden. Gut, ihr Lieben, vielen Dank nochmal fürs Abonnieren, vielen Dank für über 150 Abonnenten, damit hätte ich nie gerechnet. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, das bringt uns noch mehr voran. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal morgen dann mit der Albtraumjagd. Spätestens dann bei Phasmophobia nochmal Sonntag mit einer Koop-Folge. Bleibt mir gewogen, bis dahin, ciao!